Ja, hallöchen. Ich bin sehr froh, hier zu sein, weil letzte Woche war die Kita von meiner Tochter zu. Weil irgendeine Erzieherin hatte Spliss und da war der ganze Bums geschlossen. Wo du hängst halt zu Hause rum und kriegst wieder so Lockdown-Flashbacks, wo du das Kind irgendwie bespaßen musst. Das ist echt schon irre. Aber wir haben jetzt was entdeckt, was wir machen können. Bouldern. Bouldern ist ein geiler Sport. Du kannst das Kind einfach an die Wand packen, ne? Und 2 Stunden später zitternd wieder von der Wand nehmen. Und für mich so als Ossi ist es ein sehr befriedigender Sport. Weil du kletterst so hoch, so, oh, ich schaff's rüber, ich mag's drüben nie. Und weil wir, früher in der DDR hat man sowas nicht, da hat man kein Bouldern. Unser Bouldern war so eine 2,70 Meter flache Wand mit einem runden Rohr oben drauf und Schüsse von hinten. Und das ist heutzutage schon ein bisschen spannender. Aber ich muss sagen, so Ost-West oder so, das ist für mich kein großes Thema oder so. Ich habe das bloß letztens bei meiner Tochter so festgestellt, dass sie so DDR-Vibes hat. Pass auf, die hat so einen Kaufmannsladen, ne? So einen Holzkaufmannsladen, wo sie halt so Scheiße aus Holz verkaufen kann. Ne? So eine Holztomate und so eine Holzweintraube und so ein Holztoastbrot, der ganze Mist aus Holz, weil die Oma kommt alle 2 Wochen vorbei mit so einem 20-Kilo-Sack voller Holzscheiße und sagt dann, wenn das nicht mehr braucht, könnt ihr das im Ofen verbrennen wegen den Heizkosten. Wir so, Oma, wir haben keinen Ofen. Ne? Und überall liegt das Zeugs rum und das ist schlimmer als Lego. Lego trittst du rein und sagst, ah, ich hasse mein Leben. Aber diesem Holzzeugs, da trittst du rein und dein Knöchel bricht raus. Das ist ein anderes Level. Und meine Tochter liebt halt dieses Verkaufen-Spielen. Und ich sag ihr so, niemand braucht das. Du kannst das heutzutage selber im Laden machen. Einfach piep, piep, aber träum weiter. Ne? Und steht sie halt in ihrem Laden und schreit halt durch den Westflügel, weil wir sind sehr reich. Ne? Papa, einkaufen. Und dann kriegst du einen Mini-Jutebeutel, wo so 2 halbe Ratten reinpassen. Und ich steig dann vor ihrem Laden und ich so, und, was wollen sie kaufen? Ich so, ich nehme so eine Holzgurke. So eine Holzbanane und so ein Holzspiegelei. Und sie steht da und sagt, haben wir nicht. Wo hast du diese Erfahrung her? Die ist 5. Ist cool, aber jetzt, auch weil sie jetzt 5 ist, ich nehme sie jetzt manchmal mit. Wir waren letztens in Hamburg und dachte so, kannst ein bisschen Stadt zeigen, ne? Und wir können zu den Musical gehen, hier die Eiskönigin. Da dachte ich so, ah, ist eine geile Idee. Wisst ihr, wie teuer das ist? Wir sind einfach in so eine Burlesque-Show gegangen. Habe ich gesagt, so. Ja. Okay. Ist auch Kohle spart. Du, Anna und Elsa tragen nicht immer lange Kleider. Geh gucken. Let it go. Ist schon cool mit der Kleine, aber sie bleibt auf jeden Fall Einzelkind, das ist klar. Und ich habe jetzt endlich den Beweis, die Bestätigung, dass sie ein Einzelkind bleibt, weil wir haben jetzt einen Kater. Und man sagt ja auch, das letzte Kind hat Fell. Oder? Ich weiß nicht, woher der Spruch kommt. Wahrscheinlich irgendwie vor 100 Jahren, irgendwie das 14. Kind so, pff, oh, ist nur noch ein Haarbüschel, wir hören auf. Pack den Dödel weg. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir so einen kleinen weißen Kater. Das ist eigentlich ein britisch Kurzhaar, was ein anderes Wort ist für Hooligan. Und den haben wir, die werden in England hinter Stadien gezüchtet, auch mittwochs. Und wir haben den vom Bäcker. Okay, meine Frau auf dem Weg zur Arbeit muss sie halt durch Kreuzberg, ne, und geht da zu so einem leckeren türkischen Bäcker und holt sich so ein belegtes Brötchen und Couscous-Salat, damit sie auf Arbeit nicht stirbt. Ne? Das ist das Prinzip. Und der Bäckerei-Fachverkäufer, so großer, kräftiger, behaarter Türke, weil der arbeitet oben ohne, sonst wüssten wir das nicht. Ne? Da steht dann da so, merhaba. Und sie geht halt morgens da halt hin und sagt, ich hätte gerne ein belegtes Brötchen und Couscous-Salat. Und er sagt, willst du eine Katze? Und meine Frau war sich nicht mehr so sicher, ob sie noch ein belegtes Brötchen oder Couscous-Salat haben wollte, weil anscheinend gab es da Katzen. In irgendeiner Form. Und er sagt so, komm hinter die Theke. Und meine Frau so, okay. Und dann geht sie so hinter die Theke und unter der Ablage, dahinter, darunter, sind so große Schubladen. Und er macht so eine Schublade auf und da sind 4 Kätzchen drin. Und er sagt, guck dir das an. Meine Katze ist eine Schlampe. Nimmst du eine? Und meine Frau sagt, okay. Und ich so einen kleinen weißen Kater, ein belegtes Brötchen und Couscous-Salat und geht auf Arbeit. Und ich komme abends nach Hause, ne? Ich habe die Kleine schon von der Kita abgeholt, steht meine Frau in der Tür mit dem Vieh. Ich so, was ist denn? Die so, ein Kater. Ich so, ha, 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 ha. Wo hast du denn her? Die so, vom Bäcker. Ich so, was ist denn für ein Bäcker? Der in Kreuzberg. Ich so, das erklärt's nicht.
Und wer muss sich darum kümmern? Et moi, ne? Der Kater wurde letztens kastriert, also bei der Tierärztin, nicht beim Bäcker. Also. Und ich dachte heutzutage, so eine Kastration ist irgendwie sehr filigran, also so eine Art Vasektomie für kleine Kater. So. Nee, die Eier sind ab. Und er läuft durch die Wohnung, so eine Augen will sich lecken, so, ah, ich hab nix. Und ich dachte, es ist erst super praktisch, so einen Kater zu haben, weil wir haben Ratten im Keller. Natürlich, wir sind in Berlin, jeder hat Ratten im Keller. Ich hab der Hausverwaltung schon Bescheid gesagt, aber die haben den Ratten einfach einen neuen Mietvertrag geschickt. Und dachte ich so. Und ich dachte, jetzt habe ich so eine kleine Killermaschine, ne? Der kann die Ratten töten. Und hab den so auf den Arm genommen, bin in den Keller gegangen, hab den im dunklen Keller so abgesetzt, weil im Dunkeln kann er ja besser sehen, ne? Und ich sag, los, töte Ratten. Nichts passiert, keine Eier. Danke, mein Chef. Dankeschön. Das war super, oder? Das war richtig gut, das hat mir richtig Spaß gemacht. Euch auch, oder? Ja, seid ihr bis zum Ende geblieben, also es wird euch ja gefallen haben. Vertraut ihr mir jetzt, ne? Das ist gut. Das möchte ich jetzt direkt nutzen, euer Vertrauen. Abonniert das mal bitte hier. Das ist keine versteckten Kosten. Einfach abonnieren, gibt keine Zusatzkosten. Und dann wäre gut, wenn ihr das anguckt, das Video, und das dann auch. Das sind beides super Videos, die ich nicht kenne. Aber die sind bestimmt super. Da mal bitte draufklicken. Ne, weil es hat euch ja jetzt gerade gut gefallen. Und dann wäre schön, wenn ihr da auch mal was zurückgebt. Danke.